Willkommen zurück zu Odins 4. Ja, Leute, unsere kleine Marissa kämpft sich hier gerade durch ihre Heimatstadt, kann man sagen, durch Ringfurt, denn ihr heimtückischer Neffe Melvin hat sie vom Thron gestoßen. Ja, ein paar halten zu ihr, aber nicht besonders viele. Marissa kämpft jetzt gegen ihre eigenen Reihen und ja, ein bisschen haben wir schon gecleant. Ich denke mal, in dem Part werden wir zum Boss kommen. Ja, diesmal wirklich wir, denn ich bin auch diesmal nicht allein. Wer ist denn da? Hallo? Aufnahme! Ey, was? Wie? Wo war? Aufnahme? Nicht, kennt. Sorry. Ja, moin, liebe Leute. Der verschlafene Lila Drache, anstatt der verrückte Lila Drache. Geht das auch? Wahrscheinlich. Moin. Ja. Die Aufnahmepause ist ja nicht bekommen, wie es ausscheint, hä? Die kleine Pause ist jetzt nicht bekommen, wie es scheint, hä? Pennst dich gleich ein, also schäm dich mal. So, war noch 5 Stunden, oder? Naja, 3,5 eigentlich nur, aber... Ach, egal. Mach mal weiter. Okay, sorry, Leute. Hab verpennt. So. Ich geh einfach mal hier runter, denn, ja, dann ist Death Egg da unten fertig. Auf ins Getümmel. Mhm. Ich werde jetzt kommen gleich schon wieder fliegende Gegner für dich. Wie im letzten Mal. Bitte nicht. So, und ab dafür. Ich würde sagen, sie sind da. Gut. Ja, und du hast natürlich recht. Siehst du? Bringst Unglück. Verschwinde! Verrückter Kerl! Der verrückte lila Unglücksbringer. Du hast jetzt Unglücksbringer gesagt, oder? Nein, das war der nebenan. Ich habe jetzt was anderes verstanden, aber das wiederhole ich mal besser nicht. Ich will das Niveau ein bisschen hochhalten, deswegen sage ich es nicht, was ihr mich verhört habt. Vorsicht, ich bin Dreambird Sittenwächter. Wenn du jetzt auch hier so unverschämte, unsittliche Danken machst, sitte ich auch jeden Tag auf deinen Kanal. Okay, dann sag ich lieber nix. Ja, liebe Leute. Der Sittenwächter Spiral ist wieder da. Ey, aus meinem Kanal! Aus seinem Kanal. Ja, bin wieder da. Ja, der Sittenwächter patrouilliert über YouTube, hä? Den Verrückten hinter mir hättet ihr nicht beachten müssen, also keine Sorge. Ich meine den Slayer, ich meine jetzt den da hinten, der so krankhaft gelacht hat. Wie viel hängt bei dir eigentlich immer rum, Faramor? Also, da habe ich einmal hier den lustigen Kerl. Hau ab. Dann habe ich noch den ganz verschlafenen Typen. Der ist weggepennt. Und dann habe ich noch den verrückten Messerstecher. Hast du mich vermisst? Der Messerstecher klang gerade ein bisschen schwul. Okay. Ich hab ich gehört. Das klingt nicht wie ein Messerstecher, das klingt wie ein Pädophiler. Okay. Jetzt muss ich mir gerade auch das Lachen verkneifen, weißt du das? Das stimmt aber. Leute, das ist alles normal hier beim Slayer. Du meinst es bei dir. Das sind deine Persönlichkeiten, du Gestörter. Meine? Moment mal, die Persönlichkeiten kenne ich nicht. Was, du kennst mich nicht? Na super. Wieso muss auch mehr das auftauchen? Was? Seid ihr keine Freunde mehr? Hey, sag mal, kann es sein, dass du gerade einen Fegetümmel da oben hast? Ja, sieht fast so aus. Habe ich die jetzt alle angezogen, die fliegenden Dinger? Ich glaube, die stehen auf dich, ja. Ich bin hier, Mädels! Ah, die sind heiß! Okay! Irgendwie passte das in einer Hinsicht. Obwohl, haben schon so schöne Beinchen. Ey, jetzt hör damit auf mal! Sieh ab!
Ja, ich guck mir gerade die Beinchen. Ja, also, es läuft alles beim Dia-Drachen normal, also nicht wundern. Das ist Standardprogramm bei ihm, von daher, wie auf sowas steht, schaut bei ihm rein, es lohnt sich. Ich bin immer da, 24 Stunden. Okay, das Ding lassen die, weil sonst hast du gleich keine Abonnenten mehr, wegen mir. Oh Gott, ich sehe schon den Tagesderbus. Nee. Ja, vielleicht sollten wir uns ein besseres Thema suchen irgendwie, gerade zum Plaudern, hä? Ja. Kann es sein, dass durch meinen Gesang weniger geworden sind oder mehr? Das kann sein, keine Ahnung. Ich habe hier nicht gerade Überblick. Ich versuche nur, würdest du dich mal umdrehen? Nicht, wenn du keine Munition mehr im Ding hast. Mädel. Das war jetzt nicht gerade passend. Das war jetzt ein Steuerungsfehl, ja. In dem Dauerfeuer jetzt kann man sich halt leider nicht umdrehen. Das war jetzt verranzt von mir. Dammit! Ja, das kenne ich, das schnell umdrehen müssen, so alles, ja. Ja, man muss sich schnell umdrehen. Mhm. Ich fail dabei auch so oft. Du kannst jetzt mal erzählen, was du sonst noch an Projekten am Laufen hast. Beim letzten Mal haben wir schon mal Final Fantasy erwähnt. Was läuft denn noch so? Ich mache auch zurzeit ein Spiel, das mir der gute Fernseh Crimson Shadow mal vorgeschlagen hat. Soul Blazer, das ist, glaube ich, der Vorgänger von Illusion of Time, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe oder so. Also ein Vorgänger von Terranigma, Illusion of Time und so alles. Ist ein sehr nettes Game. Man muss da halt eben auch ein bisschen so aufbauen und so alles. Ja, und ich kann nur euch sagen, ich werde bald meinen zweiten kleinen Ausraster haben, denn zurzeit bin ich da bald bei einem Boss, der mich wirklich mal wieder so am Arsch kreuzen kann, dass ich nur noch verrückt werde. Noch verrückter, oh Gott. Ja, ich bin schon beim ersten Boss wirklich da ausgerastet. Der, das war so ein Mist, obwohl das so einfach war, den zu besiegen. Also man musste einfach nur direkt irgendwie geradeaus das Schwert halten, keine Ahnung, und dann konnte man ihn besiegen in der Hinsicht. Man musste ein bisschen Schaden vielleicht jetzt mit einstecken, zwar, aber sonst ging das nicht. Da, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den besiege, weil wenn du den zu nah kommst, war er unverwundbar, ach. Die machen das mit Absicht. Also, ich glaube, die Macher haben da wirklich schon mit Absicht gedacht, komm! Es gibt so welche LPer wie Spiral, den musst du irgendwie etwas reinwürgen. Ja, schönen Dank, ihr Spielemacher. Tja, die wollen dich alle trollen. Genau. Ja, und sonst? Was ich auch noch habe, was ich auch nicht gespielt habe und jetzt zurzeit blind spiele, Sailor is a Minish Cap. Yeah. Ich habe auch früher halt mal Sailor gespielt. Ich habe da Sailor, Link to the Past, Majora's Mask und Ocarina of Time, als ich noch früher die alten Konsolen hatte, gezockt. Und ja, hatte ich mir dann gedacht, weil du jetzt dieses Sailor auch schon mal bei anderen LPN mal gesehen hast und du ja das Gedächtnis hast eines Siebes und dass er wieder alles rausgefallen ist und eh nicht mehr weißt, wo was hinkommt, mach's einfach mal blind. Zelda the Minish Cap bei mir blind. Und das ist wirklich genau wie Soul Blazer, auch blind. Cool. Und ist das gut? Ich sag mal so, beide Spiele, wie schon gesagt, sind wirklich gut und ich habe da manchmal so Sachen, wo ich mich da wirklich dumm angestellt habe, was zu finden oder, ach, ich sag mal so, failen ist fast bei mir manchmal Standard bei Games, aber ich sag mal so, ohne ein Fail macht es kein LP aus, ehrlich gesagt. Jo, stimmt. So, was ich noch habe, jetzt muss ich gerade selbst gedanklich nochmal nachdenken. Aber ich sehe jetzt gerade, du bist ja schon wieder K.O. gegangen. Ja. Sind aber auch zu viele, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, weil ich in der Luft irgendwie nicht richtig den ausweichen kann. Der Maffe, Hilfe. Darum habe ich nie
Ladies, ihr braucht einen Mann. Definitiv. Hier bin ich. besser zum Thema zurück. Wie schon gesagt, wo du jetzt gerade mit Fliegen gegangen bist. Ich bin ein super beschissener Star Fox Spieler. Also fliegende Spiele, so Fleet Fighter oder wie es man nennt, bin ich wirklich sau schlecht. Aha. Ja gut, bei mir ist es so, im 2D-Bereich bin ich übelst schlecht. Im 3D-Bereich, wie jetzt Starwing oder so, da bin ich eigentlich ganz gut. Hm. Glückwunsch. Hier steht die Niete. Okay, er mehr sitzt. Ich habe noch als Projekt, jetzt bin ich gerade selber am Nachdenken. Final Fantasy hat mir schon gesagt, Soul Blazer. Du hast noch ein DS-Spiel, oder? Ah ja, Magical Star Sync. Das hatte ich ja als Boot mal gehabt, weil ich hatte mal gedacht, auch trotz so wenig Abonnenten, mach einfach mal ein Boot, probier's einfach. Ehrlich gesagt, das war mir dann auch egal, wie das Ergebnis ausfällt. Ich hätte dann auch, wenn das so mies ausgefallen wäre, einfach ein Stechen raten gemacht, also von mir aus. Das heißt, wie Dreambird mit seiner schönen Büchsendose gemacht hat, mit den Münzen. Ich hoffe, das hört er nicht. Er schaut auf mich nicht zu. Nicht schauen, war nicht böse. Naja, also auch so mit Zetteln durchgucken, halt mit Vertrauen dann machen. Magic Star Sync ist dann halt durch ein Boot entstanden. Ich spiele das auch blind. Also es sind im Prinzip ja jetzt nur noch Blind-Projekte, die ich gerade habe. Und ja, ehrlich gesagt, Magic Star Sync ist schon wirklich cool, wirklich nett. Und der einzige Nachteil, wo ich wirklich was sagen kann, ist, ich krieg davon immer zu viel Hunger. Warum denn das? Weil, ohne Witz, mir ist es echt ein bisschen auch spät aufgefallen, jeder Name von jeder Person oder jede Stadt ist irgendwas Süßigkeit, Essbares, egal was, wie zum Beispiel Erbseneintopf-Stadt oder König Mozzarella. Oh Gott. Ey, da kriegt man echt, ich hab wirklich fast jedes Mal, wenn ich das Game gespielt habe, danach so einen scheiß verdammten Hunger. Das glaube ich da gerne, ey. Boah. Warum habe ich es immer so gemacht, bevor, jetzt werdet ihr lachen, aber es mache ich wirklich, Leute. Bevor ich das Spiel anfange, esse ich nichts. Denn, wenn ich das beendet habe, das Game, gehe ich in die Stadt und dann, ja, hole ich mir einfach ein paar Sachen und da ich Koch bin, koche ich dann mir einfach irgendwas zusammen. Ja, sehr schön. So, und das Nebenprojekt, was auch ehrlich gesagt nicht so häufig kommen wird und ich schon öfters bei anderen YouTubern gesehen habe, die meisten kennen es auch, The Binding of Isaac, War of the Lamb, ist, glaube ich, ein sehr altbekanntes Spiel. Ich habe es mir, als ich mir Steam dann runtergezogen habe, das ist, glaube ich, mein erstes Spiel, was ich auch sozusagen auch runtergezogen habe dort. Bei Steam. Und ja, es ist nicht der Let's Play. Es ist Let's Fail bei mir, weil ich habe es auch privat mal gezockt. Und ehrlich gesagt, ich bin, wie schon ich öfters auch in dem Game gesagt habe, ich bin nicht so der Tastaturspieler. Leute, ich bin nicht der Tastaturspieler. Darum fail ich da so oft und darum ist es auch ein Let's Fail. Ihr werdet es in meinen anderen Parts bald sehen, weil die kommen jetzt. Ich habe da wirklich auch ein paar Mal Scheiße gebaut, wo ihr bitte, ich bitte euch, tut euch euer Stirn nichts an. Schlagt euch die Hand nicht vor eurem Stirnlappen, denn es wird wehtun. Okay. Ein Grund mehr, dabei reinzuschauen, würde ich mal sagen. Ja. Es wird lustig, es wird lieb. Ihr könnt meckern, ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. Ich sag nur, Halleluja. Der lila Drache fällt. En masse. Autsch. Ja. Und, darf ich das den... Ist das vorgespoilert oder so? Was? Weil... Ich habe jetzt lange nicht mehr bei Final Fantasy jetzt was hochgeladen. Ich sag nur eins. Im nächsten Final Fantasy Part
Ja, Leute, werdet ihr einen netten Gast haben? Nee, stimmt nicht. Der Gast ist unhöflich, vulgär, rülpst. Tut's euch nicht an. Naja. Ich hab's schon gesehen, daher ich weiß, von was ich rede, also. Die Stimme hinter mir bitte ignorieren. Ihr hört sie doch, oder? Diese leisen Zirpen. Ich höre momentan nur die Sterbensschreie von diesen Feen hier. Ich höre ja nichts, also darum ist mir das egal. Hauptsache, es kommen jetzt nicht so extrem viele wie beim... Au. 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 Au? Sind das... sehr, sehr viele Feen? Im Moment geht's eigentlich. Ja. Du warst beim Gast. Beim vulgären, umgehobelten Kerl da. Was? Ja, ja, okay. Ich sage euch nur, dieser Gast ist nicht vulgär und nicht ungehobelt. Er ist sehr lieb und freundlich. Zärtlich, nett. Gott, komm mal runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wieso? Ich bin doch nur... Hey, das ist mein Stuhl, verzieh dich. So, bin wieder da. Schön. Ja, irgendwie muss man das Verrückte raus. Oh, ich habe so viel Samen. Ich mache jetzt immer eine Pflanzenorgie. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne alles zweideutig deute? Tu das, wenn du willst. Gut. Gedeutet. So, alles mal hierhin pflanzen. So. Ja. Wo warst du? Ich bin hier. Nee, ich meine mit dem Thema. ich habe jetzt gerade selber den Fall verloren. Ja, was könnte man eigentlich überhaupt noch ansprechen? Ich habe jetzt gerade selber den Thema. Du kannst ja mal sagen, was bei dir in Zukunft noch so nett vielleicht ein bisschen geplant ist. Oh, was noch geplant ist? Nun, das kann ich gerne mal machen. Nach Final Fantasy 6. Tja, was würde danach kommen? Auf jeden Fall wird es dieses Jahr noch nicht fertig sein, weil das ist wirklich arschlange bis jetzt. Das ist... Ich bin noch nicht mal, glaube ich, bei der Hälfte, so wie ich mal gehört habe. Wow. Ja, ich bin zwar jetzt irgendwie vielleicht bei der Hälfte der Welt, aber wenn ich jetzt so richtig mich umgehört habe und so, bin ich... Gott, jetzt, ja, ich sag zu viel M gerade irgendwie. Ich emme mich hier durch. Also, wie ja jemand gesagt hatte, ich bin zwar jetzt bei der einen Welt, die jetzt entstanden ist durch Kefka. Ich hoffe, das war jetzt nicht gespoilert. Nö, da glaube ich nicht. Da würde sehr viel Optionales mich noch erwarten, so alles. Da soll ich mich noch drüber freuen. Darum bin ich da jetzt auch sehr oft am Leveln. Ja, darum habe ich auch extra die Nebenprojekte The Binding of Isaac gemacht. Aber jetzt zum Thema zurück, bevor ich mich wieder verschwafel. Das mache ich irgendwie gerne. Ja, nach Final Fantasy 6. Na, was würde da kommen? Es beginnt mit F. Ja, wisst ihr es? Hm? Ich hänge noch den letzten Buchstaben oder eine Zahl dran. 7. Hm? Na, kommt's? Hm? Okay, ich sag's euch. Final Fantasy 7. Ist zwar... Danke. Ist zwar von den meisten Spielern, also nicht Spielern, ich sag mal so, nicht Story lässt, nicht lästig oder so. Ich weiß lästig, nicht. Story lästig. Ja, das Story. Jetzt hab ich mich gerade so verhaspelt, Leute, das ist ja echt klasse. Cool. Ich find's cool. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, jetzt hab ich mich so verhaspelt, verdammt. Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7. Nicht storylastig. Also das war jetzt echt ein Vertuerverzähler bei mir. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Final Fantasy 7 ist bei den meisten nicht so angekommen, weil Squall irgendwie zu negativ irgendwie manchmal eingespielt ist. Oder Squall, sage ich schon. Ich meine Cloud. Jetzt verwechsel ich schon Final Fantasy 8 mit Final Fantasy 7. Gibt's doch nicht, oder? Doch, gibt's doch. Also, wie gesagt,
die meisten sagen hier, Cloud passt nicht und so alles mit Final Fantasy oder was auch immer. Ich werde es trotzdem spielen und ich probiere es. Ja, okay, es wird wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig sein. Aber ich werde mir Mühe geben, sehr viele Sachen zu bekommen, wie die Substanzen und so alles, weil ich habe mir da auch selbst vorgenommen, dass ich die Substanzen, die ich nicht bekommen habe, endlich mir hole. Wie zum Beispiel, na, sage ich euch nicht, das ist eine Überraschung dann. Okay. Ja, die meisten, glaube ich, wissen, wie man die bekommt und so alles, aber... Ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Thema. Ich kenne nur ein paar Namen. Dann erkläre ich es nicht. Ich werde es dann sehen. Ich werde mal reinschauen. Auf jeden Fall. Ja, aber wie schon gesagt, das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen. Weil, wie schon gesagt, Final Fantasy 6 ist noch wirklich lange. Ich glaube, ich werde wie John auf die 100 bald kommen. Auf die 100? So alt? Wow. So alt bin ich schon. Jetzt werde ich zu einem alten Katat-Kreisliga-Drachen versetzt. Ist doch ja. So. Ich muss deine Erzählung hier mal kurz, also dein Rede, ich wollte mal kurz unterbrechen. Wir sind beim Boss. Und da kommt kurz ein bisschen Story. Dann trinke ich mal einen Schluck, drück und sag mir einfach mal, ich halte die Klappe. Film ab.